Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zurück bei In 4 I Trust. Ja, wir sind wieder zurück in der, ja, immer noch zweiten Episode. Wir hängen immer noch in der Schule rum und kamen ja das letzte Mal nicht mehr ganz so weit, weil wir immer noch nicht wissen, wie wir hier den wunderschönen Safe öffnen können. Aber das werden wir bestimmt diese Folge jetzt herausfinden. Oder diese Aufnahme, sag ich mal. Erstmal müssen wir hier wieder raus. Ich habe nämlich, während ich die Folgen geschnitten habe und die Texte dazu geschrieben habe, habe ich mir nämlich was ganz Wunderbares überlegt, was man hätte nochmal ausprobieren können. Und zwar ist es das hier. Um die Ecke laufen. Wir haben überhaupt noch nie mit diesem Schloss zu tun gehabt. Geht das überhaupt? Geht nicht? Ah, jetzt. Geht doch. So, Verdammt, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie kam ich denn jetzt nochmal in die Retro-Perspektive? Verdammt. R wie Retro. Ich drück die ganze Zeit E. Denn wir können nämlich hier unser Stäbchen reinstecken. Geil. Was genau wir jetzt machen müssen, weiß ich noch nicht. Ist das gut, was wir da machen? Nochmal ganz kurz MC Retro aus. Oh, sieht ja bis jetzt gut aus hier. So, und dann gehen wir noch da unten. Alter, wir sind so der Schlossknackerte und jetzt können wir endlich ins Badezimmer. Gott, endlich kacken gehen. Ein Spiegel? Alter, wer ist denn? Was soll ich hier machen? Was habe ich hier zu tun? Was ist das? Pissoir und was ist das? Was ist das? Wer sitzt denn? Wer kackt denn im Stehen? Was soll das? Ja, Mann, lass das doch mal. Kann ich hier was drücken? Kann ich hier überhaupt irgendetwas benutzen? Oh. Was haben wir hier? Matches, Box of Matches, nothing special. Werden wir ja sehen. Nope, nothing special. Maybe someone was using the bathroom to sneak smoke breaks. Ja, wenn daneben noch Zigaretten liegen, wird hier drinnen geraucht. Sieht man ja auch an den ganzen vergilbten Wänden. Aha. Hier wurde wohl illegales Zeug getrieben. Haben wir sonst irgendwas? Ah, noch was. Ein... Weiß ich nicht. Hidden note from the West Room. The literature teacher, it hit Misha yesterday. Everybody was scared. I heard Colley telling the other boys that when he was sneaking around the hall the other night, he heard somebody singing. And then he saw a ghost in the mirror. Well, we think it's a ghost. The same one that took Misha away 7 weeks ago. I don't want to be here anymore. I think I'm going to pretend to be sick tomorrow. I hate this place. Ja, Geister in dieser... He sounds terrified. Ja, er klang richtig schockiert. Geister! Okay. Alter, ist das die, ich glaube, das ist die Kombination für den Safe, ne? Warte. Ich habe meinen super Pinsel hier in der Hand. Das und das. Muss man mal ganz kurz. Das finde ich nett, dass sie uns aber hilft. Die hilft uns bestimmt nur, weil die Jungs die bestimmt getötet haben und wir müssen jetzt den alles wieder gut machen. So, das sollte eigentlich wunderschön so sein. Und wir müssen jetzt alles wieder gut machen, damit die vielleicht zur Strafe gezogen werden oder sowas. Ich weiß nicht.
She needs to be taught a lesson. Yeah, too bad her knight in shining armor cut things short. We'll catch her next time. If she's alone. Die haben sie eindeutig in den, haben sie die in den Tod getrieben oder so? Weil die wollten dir jetzt eine Lektion erteilen und dann taucht sie da plötzlich auf und, naja, jagt ihre Geister, die Geister, die hier noch drinnen sind, ist hier... Der Kronleuchter wackelt. Ist die Alte wohl mit dem Kopf gegen geknallt. Als ob hier... Ich glaube, hier muss ich rein. Als ob hier total die Unfälle passiert sind. Das haben wir schon mal gelesen. So, ich gehe jetzt mal zum Safe. So, mal schauen. Denn das andere Ding... Denn das Ding. Und dann das Ding. Warte. Mit der Spitze nach unten. Ja, geil. Na, endlich. Hey, Faculty Meeting Room Key. Looks ordinary enough aside from the strange symbol engraved on the back. Aha. Den Meeting Raum. Something familiar about the symbol, but how'd I turned up here? Sonst noch was? I'm telling you, they spoil these kids. I remember the good old days when I had a birch branch standing in the corner of the class. The threat was enough. And when it wasn't, I didn't have any hesitation to use it. It's hard to say. I'm not as seasoned as you, but there is much less respect. Authority these days, I suppose. You're telling me. Just look at this little twit. 2 weeks and I guarantee he'll know something about respect. I suppose I wouldn't argue with you. Aha, sie wollten den Kindern hier ein bisschen mehr Respekt... Entschuldigung. Sie wollten den Kindern hier ein bisschen mehr Respekt einbläuen, weil, naja, sie kamen wohl nicht mit der... Mit den Kindern mehr klar. Sie wünschen sich die gute alte Zeit zurück, wo man die Kinder halt in die Ecke gestellt hat, zusammengeschlagen hat und was weiß ich alles. So, wir haben den Fakultätsraumschlüssel. Das ist doch super. Dann können wir doch jetzt garantiert hier rein. Sehr geil. Rein da. Und auf. Geil. Jetzt kommen wir endlich vorwärts, du meine Güte. Ja, wunderschöne Bilder. Verändern sich leider nicht. Da ist noch so ein... Das machen wir mal als erstes. Ein Rätsel. I called you in here because we need to strengthen the results of our ritual in the mathematics laboratory. Okay, then. Everyone ready? Ready. Then let us begin. Haben die denn hier für eine Sekte abgehalten? Was ist denn los mit denen? Oh, ein Bild. Hey, noch ein Bild. Student Photo. Was haben die denn hier für eine Sekte abgehalten? Bitteschön. This seems like a strange place to keep a class portrait. It looked like it was cropped in a fit ram. Cropped in a fit ram. Ja, okay. Alter, die haben hier schwarze Messen durchgeführt oder was? Ey, auf einmal singen die Lehrer hier. Die sind doch völlig bekloppt. So, was haben wir hier? List of possible initiates. Da steht ja zum Glück kaum was. Yes, 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 yes. No. Above average and natural manipulating with tendon towing. Aha, aha, aha. Two names were crossed out. Who were there and why? Was haben wir da noch? A note from Natasha. Wunderschön. They will pay for what they did, I promise. Okay, dafür, dass es Natasha war, war es erstmal eine ziemlich männliche Stimme, aber sie will, naja, den Leuten ist hier wohl... Nikolai, what on earth? I sure hope you have a good explanation for this. I... Nothing. I just fell down. Ma'am. Well, it must have been some fool. Yes, ma'am, it was.
Didn't your parents ever teach you not to lie to your elders? Yes, ma'am, they did. Well then, take your seat. You've wasted enough time for today. We'll deal with this later, in the director's office. Tja, wie es den Anschein hat, wurden wir von diesen Pfadfindern und dem Zwerg irgendwie zusammengeschlagen. Und naja, haben es halt irgendwie nicht zugegeben, weil wir ein Feigling sind oder was weiß ich denn. Keine Ahnung, wie Kinder so agieren, aber... Hä? Insignienring! Oh geil, ein Ring! Das ist auch den, für den, den wir für die Alte brauchen da, für den Office des Direktors. Nee, aber wir wurden scheinbar zusammengeschlagen und naja, keiner... hilft uns, außer Natascha. Und Natascha hat uns diesen Zettel gegeben, dass alle dafür büßen werden, was sie mir angetan haben. Ja, okay. Was da jetzt genau vonstatten geht, ob sie hier Amok gelaufen ist oder was weiß ich, keine Ahnung. So, was haben wir hier noch? Ja. Nee, war wohl nicht richtig. Hä? Was soll ich hier tun? Oder war es richtig? Hä? Was? Hä? Verstehe ich nicht. Was? Ah, warte, ich glaube, ich weiß was. Warte. Ich habe da eine Idee. Das ist wie Memory. Nur schwieriger für mich. Sehr gut. My old journal, I remember one of my teachers is taking it from me. I never did get it back. Okay, die haben ein Tagebuch geklaut, ist aber auch fies, ne? Können wir noch dort lesen? Ne. A few pages have been turned out. What could have been on them? Okay, ein paar Seiten wurden also rausgerissen. Achso, hier unten. Ah, das da unten hat sich denn geöffnet. Natürlich, ein typisches IKEA-Bücherregal. Das ist man ja gewohnt von den IKEA-Bücherregalen, dass sie das machen. Hatten wir schon mal. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier. Was? Ich glaube, wir müssen hier irgendeine Kombination hinbekommen. Hilft uns nicht. Aha! Danke, Tür, dass du dich so anhörst. Hübsch. Das ist ein Traum hier, also ich kann mich hinlegen. Okay. Oh, da haben wir erstmal wieder sowas. Klingt, als ob sie uns geopfert haben. Ganz ehrlich, tut mir leid. Es klingt, als ob sie uns total geopfert haben.
Wo sind wir denn? Was ist denn das hier für eine Schule, Alter? Ist hier nicht ein bisschen... Oh, ein Rätsel. Ist hier nicht ein bisschen krank? Sonst nichts? Okay, ein Rätsel. Das ist irgendwie falsch. Drehen. Warte. Das sieht logisch aus. Drehen. Ah. Kann man auf den Aussagenring drehen, oder? So, wenn da eine sitzt, dann... Ich vermute mal so. Und dann kann man die anderen mitdrehen. Okay. Aber erstmal müssen wir die einen schaffen. Okay, drehen wir erstmal schon mal den. Das sieht nicht richtig aus. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Das? Nee, sieht doch doof aus. Okay, ich versuche mal einen Anhaltspunkt woanders zu schaffen. Das ergibt Sinn. Gut, dann drehen wir mal jetzt hier oben die Kreise. Warte, das muss, glaube ich, eher so. Ich vermute mal jetzt ganz stark irgendwie so. Ja. Drehen. Warte, das muss, glaube ich, auf die andere Seite. Ich glaube, so muss das. Voraussichtlich so. Ein bisschen zurück. Zack. Da haben wir die Schule angezündet. Ist ja unfassbar. Also zumindest vermute ich jetzt mal, dass wir mit ihr zusammen die Schule angezündet haben. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, weil, naja, es brannte plötzlich. Und waren diese zwei Jungs zufällig die Jungs, die uns zusammengeschlagen haben und die sie gemobbt haben? Hat sie die getötet und dann haben wir die Schule angezündet und dann hat sie sich selbst umgebracht oder so? Oder wie... Wie soll es abgelaufen sein? Und ich möchte mal kurz darauf hinweisen, wir haben alles gefunden. Ich möchte nur ganz kurz, ganz kurz darauf hinweisen, alles gefunden. Alle Records, alle Memories, alle Notes und alle Items. Retro-Perspektive 14 Minuten und in der normalen Zeit 18 Minuten, okay. Ja, weiß ich nicht, was das heißt oder so, auf jeden Fall... Ich will darauf hinweisen, wir haben alles gefunden. Nee, mir kommt das so vor, als ob sie alle getötet hat. Dass die Natascha ein bisschen geistigen Schuss hatte und es einfach nicht zugelassen hat, dass die ungestraft davongekommen sind. Und deswegen auch die Fotos, deswegen auch die Kerze, so als, ja, als Gedenken an diese zwei Jungs, die sie, weiß ich nicht wie, umgebracht hat. Und ich weiß nicht, ob sie noch die Schule angezündet hat oder sowas, weil plötzlich das Office brannte und sowas. Naja, gut. Wir schauen mal weiter und gehen in die nächste Episode.